Saisoneröffnung mit den Fans, wie nehmen Sie denn die Stimmung wahr mit den Fans? Ja, ich glaube, war recht positiv. Also ich meine, man hat ja schon mal ein bisschen was mitbekommen hier, wenn man schon mal gegen Dynamo gespielt hat. Und ich hatte ja auch besondere Erlebnisse damit und ich fand es recht positiv. Es ist natürlich schwierig nach dem Abstieg, aber ich finde, dass die Leute das, glaube ich, ganz gut verpackt haben und heute war es doch recht positiv bis jetzt. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Mannschaft nach diesem bitteren Abstieg direkt liefern muss? Ja, also liefern, glaube ich, willst du ja auch. Also es ist immer die Frage, was du liefern willst. Also geht jetzt nicht darum, dass du immer dann nur geliefert hast, wenn du Ergebnisse geliefert hast, sondern die Art und Weise, wie du dann spielst und dass du mutig bist, dass du nach vorne spielst, dass du rausgehst, um Spiele zu gewinnen und nicht um Spiele nur ja nicht zu verlieren. Und das musst du halt transportieren. Und dann wird es vielleicht auch mal der Fall sein, dass du Spiele nicht gewinnst. Das muss man ja auch akzeptieren, weil man muss auch mit einem gewissen Respekt auch an die Liga rangehen, weil es auch gute Mannschaften gibt in dieser Liga. Und du kannst halt Innenpfosten rein, Innenpfosten raus, kannst du oft nicht beeinflussen, aber du musst halt alles dafür tun. Klar, die dritte Liga ist jetzt Realität, aber das Umfeld, die Fans bei Dynamo Dresden sind mit allem zufrieden, nur nicht mit der dritten Liga. Spüren Sie das? Ja, ich meine, wenn man jetzt das Stadion sieht, wenn man die Infrastruktur sieht, das Trainingsgelände sieht, die Stadt sieht, die Tradition sieht von diesem Club, dann will dieser Club nicht in der dritten Liga sein. Das ist vollkommen klar. Aber man muss halt aber auch festhalten, wenn man die letzten Jahre nimmt, dann war man halt schon ein paar Mal in der dritten Liga. Und man muss halt da durch. Wir müssen uns jetzt auch alle dementsprechend vorbereiten, müssen noch einen Kader bauen, der dann am Ende auch diese Konkurrenz annehmen kann in der dritten Liga. Und da müssen wir halt versuchen, so gut es geht und so schnell es geht, wieder nach oben zu kommen. Das kannst du nicht immer planen, aber du kannst halt planen, dass du halt guten Fußball spielst. Stichwort Kader, Sie haben im Trainingslager gesagt, dass Ihnen ein bisschen die Zeit davonläuft. Ist das immer noch so? Ja, ich habe gesagt, dass jeder Trainer natürlich liebend gerne seinen Kader schon am Anfang der Saison stehen hat. Aber wenn solche Ereignisse passiert sind, wie es jetzt hier war, dass man abgestiegen ist und dann in der Relegation, dann sind natürlich auch wenig Planungssicherheiten vorhanden. Und da musst du dich halt dann dementsprechend neu aufstellen. Und das passiert halt jetzt gerade. Und klar, die Zeit fehlt dir irgendwo, um das mit deiner Mannschaft einzustudieren, was du spielen lassen willst. Aber die Saison ist auch lang. Wenn du jetzt super startest und danach nichts holst, bringt es dir auch nichts. Wenn du schlecht startest und dann hinten raus konstant gut spielst und deine Punkte holst, dann kann das auch noch gut laufen. Also wir dürfen da jetzt auch keine Panik schieben, aber natürlich, jeder Trainer hat natürlich liebend gern seine Mannschaft so früh es geht zusammen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Dynamo eine gewichtige Rolle in dieser dritten Liga spielen kann? Ja, grundsätzlich versuche ich immer damit positiv umzugehen und ich bin halt auch ein Trainer, der rausgeht und Spiele versucht zu gewinnen und ich denke nicht über irgendwelche Niederlagen oder das Verwalten von Spielen nach, sondern ich will nach vorne spielen, ich will mutig spielen, ich will Spiele gewinnen und darüber mache ich mir halt Gedanken und wenn du das halt schaffst umzusetzen, dann wirst du zwangsläufig deine Ergebnisse einfahren und dann wirst du auch zwangsläufig in Tabellenregionen sein, die dich dann auch berechtigen, oben dabei zu sein und mitzuspielen, aber so gehe ich halt die Saison an. Jetzt kommt zum Testspiel Borussia Dortmund. Wie kann ich mir das vorstellen? Freuen sich die Spieler darauf so wie kleine Kinder auf Weihnachten? Da müssen wir jetzt die Spieler fragen, nicht den Trainer fragen. Also ich freue mich darauf. Wir haben, ich glaube, richtig schwere Testspiele. Für mich sind es halt zwangsläufig immer Wettkampfspiele, weil jedes Spiel, wo du rausgehst, ist halt immer irgendwo ein Wettkampf und dem musst du dich stellen. Und wir hatten jetzt mit Heidenheim, St. Truiden und jetzt mit Borussia Dortmund und dann haben wir nochmal mit Teplice einen Gegner, die alle Format haben. Also das wird schon keine leichte Aufgabe, aber es wird in der Meisterschaft auch nicht leichter.